Zu guter Letzt zeige ich dir doch noch, wie man einen Titel korrekt unterstreichen kann, und zwar mit einer sogenannten Absatzlinie. Ich überfahre den Titel und wähle hier bei dieser Rahmenlinie, bei diesem Dreiecksymbol, Linie unten. Diese Linie ist ein bisschen gar nah beim Text. Das Problem bei der Unterstreichung generell ist ja, dass eben Buchstaben, die unter die Grundlinie reichen, wie beim G, dass die dann eben nicht mehr gut lesbar sind. Und auch hier wird dieses G zwar nicht berührt, aber es kommt doch ziemlich nahe. Das können wir allerdings natürlich noch anpassen über Format, Rahmen und Schattierung. Optionen kann ich den unteren Abstand auf 3 Punkt setzen. Wenn ich jetzt die Steuerzeichen noch ausblende, so sieht das doch recht hübsch aus.